Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gimgraf. Nachdem ich ja schon gesagt habe, dass mein Mikro jetzt wieder funktioniert und keine störenden Signale mehr kommen oder irgendwelche Roboter-Effekte, was weiß ich, werde ich euch heute nochmal erneut zeigen, wie man so ein schönes Assassin's Creed-Logo oder Wallpaper, ich meine Wallpaper, sorry, für euren PC hinbekommt. Oder selber macht. Also ich habe schon mal angefangen, mir aus dem Internet den Ezio Auditore runterzuladen und dieses Symbol von Assassin's Creed. Und dann habe ich hier noch mit einer speziellen Schriftart den Ezio Auditore da Firenze Schriftzug schon mal vorbereitet. Die Links zu den Schriftarten werden dann in der Beschreibung sein. Also ihr fangt erstmal an mit einer neuen Datei, also ihr geht auf Datei, neu, gebt hier eure Auflösung ein, bei mir ist es 1440x900. Habt ihr den Hintergrund, den tut ihr, also die Hintergrundebene, die tut ihr erstmal löschen. Dann macht ihr eine neue, die nennt ihr Hintergrund Punkt oder so, macht sie transparent. Zieh die ganz nach unten und mach die dann weiß. Was das für einen Sinn hat, ist dadurch, dass hier bei Hintergrund nicht mehr das so fett geschrieben ist, das heißt, dass es nicht zwanghaft die Hintergrundebene ist, sondern dass man die auch verschieben kann, was weiß ich, wie man will. Ja, dann nehmt ihr erstmal euren Ezio Auditore, nehmt, klickt auf Q oder ihr nehmt hier das Ausrichten-Tool, klickt auf die Figur drauf, drückt hier dann auf Zentrum von links nach rechts und von oben nach unten. Dann ist er genau mittig. Natürlich müsst ihr auch die Ebene auswählen, klickt drauf und macht erstmal Umschalt T oder hier skalieren. Mach das erstmal größer mit Steuerung gedrückt halten. Mach dir es erstmal richtig, richtig groß. Klickt auf Skalieren. Und drückt jetzt nochmal auf Q, um das wieder auszurichten. So, natürlich tut ihr die Ebene hinter die Ezio Auditore Ebene legen. Könnt die erstmal. Also ihr klickt rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal, mal da erstmal mit schwarz drüber oder füllt es einfach schwarz. Das sehen wir dann, für was das gut ist, sehen wir nachher noch. Macht die rechte Maustaste, Auswahl nichts auswählen. Das ist jetzt schon mal unser Logo und Ezio Auditore. Dann fangen wir an mit dem Schriftzug. Ihr nehmt das Text-Tool. Macht hier einfach, drückt ihr irgendwo hin und schreibt schon mal ein A. Nehmt als Schriftart das Trajan minus Regular T-H-I-N. Macht die Schriftgröße mal so ungefähr 150. Dann klickt ihr wieder rein, schreibt ein großes S. Jetzt nehmt ihr eine Hilfsebene von oben, tut die so ungefähr in der Mitte des Lederstiefels ausrichten und tut euer S genau, ja, auf die Linie sozusagen stellen. Jetzt könnt ihr auch nochmal hier auf das S gehen. So aus, wenn das genau oben unten das S dann so ist. Dann macht ihr wieder einfach irgendwo hin und schreibt wie Assassin's Creed halt S-S-A-S-S-I-N-S. Nur das S lasst ihr weg und das A lasst ihr weg. Macht das ungefähr mal auf 110 bis 100.
und zieht es hier in die Mitte rein. Macht es wieder, schiebt es hier oben bis an den Rand der Buchstaben. Es tut ihr noch ein bisschen mehr nach links, weil da kommt noch das Adostroph. Also drauf drücken auf dieses Häkchenzeichen, Leertaste. Das macht ihr wieder auf ungefähr 150. Zieht es dahin, wo es sein soll. Und nehmt jetzt das Drehen-Tool und dreht es so, dass es so leicht schräg nach unten zeigt. Klickt auf M, dann tut es dann ausrichten. Das S seht ihr schon, kann man auch ein bisschen mehr nach links tun. Das A ein bisschen mehr nach rechts. Das Adostroph vielleicht noch ein bisschen drehen. Müsst ihr mal gucken, wie es euch passt. Wieder auf M zum Verschieben. So. Dann nehmt ihr wieder das Texttool und schreibt Creed. Zieht es ein bisschen nach oben. Und ja, die Assassins könnt ihr erstmal nach unten vereinen, die Ebenen. Nenn das einfach um auf Assassins und da habt ihr dann euer Creed. Das macht ihr kleiner, also so 100 bis 95, ich nehme jetzt mal 95. Farbe nehmt ihr ein dunkles Rot, so zwischen Hellrot und Schwarz. Und verschiebt es, dass es nicht genau, dass da noch ein bisschen zwischendrin Platz ist. Nimmt wieder das Texttool, drückt irgendwo hin und drückt zweimal auf I, also schreibt zweimal I. Schiebt es hier zurecht. Macht es auf die Größe ungefähr. Ich habe jetzt hier 130, ich nehme mal ganz genau 140 und wieder dieselbe Farbe. Besser, wenn ihr die Farbe nicht mehr wisst, geht auf das Assassins, also nur auf das Creed, geht auf die Farbe, nehmt den Farbcode, STRG C, tut den kopieren, geht wieder auf die 2 und tut ihn einfach einfügen. Richtet ihr das wieder aus, die Abstände noch ein bisschen gucken, dass es passt. Vielleicht ein bisschen näher dran. Tut die Ebene nach unten vereinen. Jetzt drückt ihr auf M. Nehmt am besten eine Hilfslinie, wo dann genau die Mitte ist. Ich tue mich immer hier an dem Logo auf seinem Bauch orientieren, wo die Mitte ist. So. Ja, das wäre schon mal das hier. Noch erneut, nochmal also das Texttool. Schreibt hier dann Ezio Auditorio Auditore Differenze oder wie auch immer. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet, weil ich den Namen nicht wirklich korrekt ausschreiben kann und aussprechen kann. Tut mir leid. Jetzt haben wir hier die Ebene in der Schriftart. Warte, das war die Schriftart Mutlu. Und den Link habe ich natürlich auch in der Beschreibung gepostet. Ja, die Schriftgröße macht ihr so 82. Tut es mal mittig ausrichten. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach rechts. Und jetzt fängt's an mit den Effekten, nenne ich es jetzt mal. Ihr fangt an und
tut die Schriftart, also den Schriftdefekt ganz leicht auf Deckkraft um die 17 bis 20 machen. Dann von dem Logo macht ihr die Deckkraft auf so 30, sage ich jetzt mal. Dann geht er auf das Assassin's Creed, also auf den Ezio Auditore, auf die Figur. Macht rechte Maustaste, Innenmaske in weiß hinzufügen. Nehmt das Farbverlaufstool, drückt STRG und zoomt ein bisschen raus mit dem Mausrad raus, also nach unten scrollen. Macht hier mal von hier unten bis ungefähr zum Bauch. Ja, das passt schon richtig gut. Dann machen wir eine neue Ebene. Machen noch zwei Hilfsebenen. Einmal ungefähr hier bei diesem Haken bei dem Logo. Einmal ganz unten. Ja, okay, das können wir eigentlich lassen. Das ist überflüssig ganz unten. Jetzt nehmen wir das freie Auswahltool. Klicken hier links, einfach außerhalb des Bildes rein, dann gehen wir hier ungefähr kurz vor dem Haken bei dem Logo, ziehen nach hier unten, so schön schräg, dass es an dem R vorbeiläuft. Wenn es geht außerhalb des Bildes, dann geht ihr nach links außerhalb des Bildes, da könnt ihr wackeln, wie ihr wollt, dann verbindet ihr das. Jetzt habt ihr die Auswahl, tut die schwarz füllen mit dem Füllwerkzeug, schwarz, tut die Ebene gleich mal duplizieren, tut die duplizierte Ebene, geht ihr auf Ebene, transformieren, horizontal spiegeln, macht die Deckkraft schon mal auf, so 47%. So. Dann wählt ihr das rechtecke Auswahltool. Geht ungefähr so hin. So macht das ungefähr so wie ich. Dass ihr ein Stückchen unten drunter seid und dann einfach bis zu dieser Hilfslinie, die genau in der Mitte liegt. Füllt es natürlich wieder, also macht erstmal, geht ihr hier oben rechts wieder auf, macht eine neue Ebene. Füllt es schwarz, dann geht ihr auf die unten, also auf diesen Balken, nenne ich es jetzt mal, rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal, geht rechte Maustaste, irgendwohin Auswahl, invertieren, geht wieder auf unsere Balkenebene, nehmen den Radiergummi und tun das hier einfach wegradieren. Dann schaut es aus, wie wenn es nur ein Streifen in dem Balken wäre. Da tun wir natürlich die Ebene wieder duplizieren, Ebene transformieren, horizontal spiegeln, dann haben wir das auf der rechten Seite auch, Auswahl, nichts auswählen. Spielen wir hier auch noch ein bisschen mit der Transparenz. Also ich finde, das rechts und links ist noch ein bisschen zu übertrieben. Machen wir jetzt doch nur 11. 0,8, wenn man es genau nimmt. Da auch 11,8, dann hier den Balken. Machen wir 35, der Kraft. 35,5, wenn man es genau nimmt. Jetzt machen wir wieder eine neue Ebene. Nehmen das rechteckige Auswahltool. Machen wir hier ganz oben einfach so einen Balken, füllen ihn wieder schwarz, machen die Deckkraft auf 7,9. Dann klicken wir auf M oder auf das Verschieben-Tool, tun die Hilfsebenen raus, ziehen, also wieder in den Rand rein. Mache rechte Maustaste auswählen, nichts auswählen. Gehen auf die Hintergrundebene. Schon ist unser
Etsy Auditore Wallpaper fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder einen Tutorial-Wunsch habt, besucht uns entweder auf unserer Homepage www.dualtoots.jimdo.de oder schickt uns eine E-Mail an dualtoots@web.de. Tschüss!